Auch Luxra hat jetzt Level 50 erreicht. Nun gilt es auch die letzten Pokémon auf Level 50 zu bringen, aber ich denke, unsere Trainingsweise... Oh. Moment. So, jetzt kann ich was machen. Unsere aktuelle Trainingsweise ist, glaube ich, nicht die beste. Ich glaube, das ein oder andere Pokémon könnte noch ein Level vertragen. Also von Level 50 auf 51, 52, 53, das wäre schon gut. Deshalb habe ich Folgendes vor. Wir quälen uns hier nicht mehr ab. Wir gehen zurück in die Siegestraße. Und trainieren weiter mit Boyelin. Haben den EP-Teiler an und trainieren währenddessen Romcoaster und X-Bud auf Level 50. Sobald X-Bud und Romcoaster Level 50 erreicht haben, werden wir in die Pokémon-Liga gehen. Nur das Problem ist, ich habe ein bisschen ausprobiert und ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Also es könnte sein, ja, dass wir dann verlieren. Das möchte ich natürlich nicht. Wen setzen wir jetzt am besten gegen Semo ein? Gegen Meditalis, meine ich. Ja. Ich belasse es einfach mal bei Boyelin. Ich meine, Knirscher war gut. War Knirscher gut gegen Meditalis? Ich weiß es nicht. Doch, das sieht gut aus. Denn die Pokémon, ich habe mich jetzt informiert, sind wirklich etwas stärker in der Pokémon-Liga. Ich wollte das jetzt unbedingt wissen, nicht, dass wir da irgendwie reingehen und alles schief läuft. Also wir können es bis zum Champ schaffen. Mit Glück. Aber gegen den Champ wird es sehr, sehr schwer. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ja, sorry, dass ich ein bisschen ausprobiert habe. Aber es musste einfach sein. Es musste sein. Ich musste das jetzt einfach wissen. Einerseits, weil das Projekt ja auch ein bisschen Probleme macht. Es gibt zum Beispiel... Bin drin jetzt hier während des Spiels immer wieder Ruckler. Habe ich ja schon erzählt. Habt ihr sicherlich auch schon öfters gemerkt, dass es nicht so flüssig läuft. Alles sehr, sehr ärgerlich. Und deshalb ist es halt wichtig, das Projekt jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf die Zielgerade zu bringen, weil... Ja, wenn ständig Ruckler dabei sind, dann macht das ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und ich denke, nach der Pokémon-Liga ist auch Schluss. Natürlich geht es dann eigentlich noch weiter. Man kann noch legendäre Pokémon fangen. Aber ich glaube, das wird bei mir nicht möglich sein. Das Problem habe ich ja schon mal angesprochen. Mein Speicherstand wird wohl nach der Pokémon-Liga resettet. Und dann kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Beziehungsweise ich kann nur auf den letzten Speicherstand zurück. Und deshalb wird das wohl bei mir nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und daher wird wohl nach der Pokémon-Liga Schluss sein. Das tut mir leid. Ich hoffe mal, dass wir recht weit kommen. Vielleicht ist es auch möglich. Wer weiß. Aber geht mal nicht davon aus. Ich denke, bald ist Schluss mit Pokémon Perl. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so verkehrt. Denn dieses Projekt läuft schon echt lange. Was nicht unbedingt schlecht ist. Nur halt diese technischen Probleme. Die brechen dem Projekt so ein bisschen das Genick. Wenn ich das so formulieren darf. Und das ist natürlich ärgerlich. Natürlich wollte ich da nicht mehr so oft drüber sprechen, aber es betrifft dieses Let's Play einfach so sehr. Ich versuche das Spiel noch irgendwie zu genießen. Ich hoffe, ihr genießt das auch noch ein bisschen mit mir. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Wenn es zu schlimm wird... mit den Rotlern, dann sagt bitte Bescheid, wenn das zu sehr stört. Wenn zu viele Fehler da sind, dann... ja, muss man sich was überlegen, wie man das macht. Aber... mal schauen. Lassen wir uns diese legendäre Stimmung nicht verderben. Wir trainieren. Ja, die Pokémon-Liga ist gar nicht mal so einfach. Die ist wirklich schwer. Wir brauchen sehr oft Belieber und eigentlich wäre auch ein Pokémon gut, das eine Eisattacke kann. Aber das wird wohl nicht klappen. Wir haben auch gar keinen Eisstrahl. Beziehungsweise da könnte ich mich nochmal informieren. Muss es ja irgendwo geben, Eisstrahl.
Dungeon. Ich glaube, Boyolin kann diese Attacke erlernen, oder? Eisstrahl bestimmt. Oder auch Flammenwurf. Solche Attacken wären natürlich prima. Und da werde ich mich nochmal informieren. Dann wird es wohl noch eine Sonderfolge geben, die etwas länger wird. Und da werden wir diese Attacken nochmal suchen. Die müssen wir dann irgendwo übersehen haben. Damit wir dann auch gut durch die Pokémon-Liga kommen. Das wäre schon wichtig. Also stimmt es wohl doch nicht so. Also, ich sag mal so. Wir versuchen erstmal X-Bud und Romcoaster auf Level 50 zu bekommen. Sobald das klappt, heißt es eigentlich ja die Pokémon-Liga. Aber dazwischen werde ich noch eine extra Folge machen, wo wir diese Items suchen. Das werden wir auch in einer Folge schaffen. Vielleicht werde ich danach noch ein bisschen trainieren. Ja, vielleicht wird das auch eine mega lange Folge. So eine Sonder-Special. Mega, Ultra, Hyper, Super, Mega, Hyper, Ultra, Super, Dingskirchen, Mega-Folge. Ich glaube, das machen wir tatsächlich. So eine Imba-mäßige Mega, Hyper, Ultra, Mega, Ultra, Super, Mega, Hyper, Hyper, Hyper-Folge. So eine Stunde. Einfach mal Let's Play Pokémon Perl. Ist das was? Ich denke, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Einerseits, um die Pokémon noch ein bisschen höher zu bekommen. Und auch nochmal diese Items zu finden. Vielleicht reicht das auch schon, wenn wir diese Items haben. Wie zum Beispiel Flammenwurf. Ich glaube, Flammenwurf haben wir nicht. Aber muss es ja irgendwo geben. Vielleicht gibt es das ja auch erst nach der Story, was ziemlich ärgerlich wäre. Denn solche Sachen braucht man dann schon, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Wie lange braucht denn noch der gute Romcoaster? Einmal kurz schauen. Ich mache mir momentan auch Gedanken über neue Let's Plays. Ich kann ja jetzt theoretisch auch wieder mehr PC-Spiele spielen. Und da habe ich jetzt ein PC-Spiel gefunden, das gefällt mir ganz gut. Das habe ich mir gestern gekauft. Need for Speed Payback. Ist mal komplett was anderes, aber mal eine kleine Frage. Soll ich das mal let's playen? Oder ich so als Vollnoob in Auto spielen? Lieber nicht. Aber das wäre dann halt kein Switch-Spiel, ne? Und eigentlich möchte ich jetzt lieber Switch-Spiele spielen. Ich glaube, ist auch besser, wenn ich erstmal die Nintendo hier spiele. Und vielleicht kommt ja Need for Speed dann ein bisschen später. Oder vielleicht doch was anderes. Mal schauen. Aber nebenbei zocke ich das ganz gerne, Need for Speed. Ich bin jetzt auch, weiß gar nicht, bin ich weit? Nein, ich glaube eher nicht. Eher so, ich glaube, ein Viertel habe ich bisher geschafft. Also, ich spiele schon sehr lange. Obwohl ich das Spiel erst gestern gekauft habe. Nein, eigentlich kann ich gar nicht so viel geschafft haben. Ich glaube, ich bin noch am Anfang, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Muss ja irgendwie intensiv sein, das Spiel. Und nee, ein Viertel habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft. Wo ich doch schon ziemlich lange gespielt habe, weil mich das Spielen so ein bisschen in einem Bann gezogen hat. Was auch gut ist. Und das wäre natürlich ideal für ein Let's Play. So, Boyolin tauschen wir wieder aus. Setzen dafür Semo ein. Somit trainieren wir auch nochmal jedes Pokémon. Zumindest die, die wir einwechseln. Und nun kommt Konfusion. Und da sollte jetzt Marshock keine Chance haben. Das denke ich. Und doch, er hat eine Chance. Das Ganze ist zwar sehr effektiv, hat allerdings jetzt nicht alles abgezogen. Eieieiei. Sonst können wir uns auch nochmal unsere TMs nochmal anschauen, die wir so haben, und dann auch eventuell ein TM einsetzen. Zum Beispiel Attacken wie Spukball sind da doch, oder nicht? Gut, Drachenattacken können wir nicht einsetzen, denn wir haben keine Drachen. Was eigentlich ziemlich schade ist, denn Drachen sind cool. Wie zum Beispiel Dragoran oder
viele andere schöne Drachen. Okay. Das mit Level 50 bei Romkosa wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Mal gucken, wie schnell wir sind. Wir haben ja jetzt... Zum Beispiel, da war schon wieder ein Ruttler. Das nervt. Gegen Gesteins-Pokémon sind wir ein bisschen schneller. Denn dagegen können wir so einfach Surfer einsetzen. Und das reicht ja schon aus, um das Pokémon zu besiegen. Ja, was wird nach Pokémon Perl folgen? Welches Let's Play? Muss ich mir nochmal überlegen. Ich denke... ich hätte schon Lust auf Mario Odyssey. Das wäre schon ziemlich cool. Und zwischendurch dann so ein paar Runden Mario Kart. Hört sich, glaube ich, auch nicht schlecht an. Somit kommen jetzt so langsam die Mario-Spiele. Und Mario Odyssey spiele ich privat jetzt auch. Und das Spiel gefällt mir ziemlich gut. Und daher wäre das doch perfekt für ein Let's Play, auch wenn ich darin ein Vollnoob bin. Aber vielleicht kann ich das ja so ein bisschen rausreden oder so. Dass es nicht allzu sehr auffällt. Also gerade erhalten wir nicht so viele Punkte. Nur 399 oder 39, was das jetzt war. Das hält sich in Grenzen. Golbat. Da könnten wir jetzt wieder... das Pokémon austauschen und Luxtra einsetzen. Ich denke hier an Ort und Stelle die beste Entscheidung. Also ich werde diese Folge jetzt noch aufnehmen. Danach schaue ich dann The Big Bang Theory und Young Sheldon, die neue Sendung auf Pro7. Möchte ich mir unbedingt anschauen und danach werde ich mich wieder hier ransetzen und Pokémon Pear Let's Playen. Einerseits, um ein bisschen drin zu bleiben, weil die letzten Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meist immer nur eine Folge aufgenommen, weil mich das selbst auch ein bisschen beeinflusst, ne? So mit den Problemen und dass da jemand wütend ist, war jetzt zum Beispiel auch der Fall. Das kann ich voll und ganz verstehen. Also, ist auch nicht schön, wenn sowas passiert. Ständig Ruckler und... ja, es nervt halt. Es nervt. Und ausgerechnet so einem Let's Play... ist dann davon betroffen, ein Spiel, was mir nicht sehr gut gefällt, was jetzt gerade ein bisschen hartnäckig ist, weil eine Trainingsphase, ja, ist auch nicht schön. Da gibt es zum Beispiel andere Let's Player, die überspringen das. Die trainieren dann privat, ärgern sich dann privat so ein bisschen rum und zocken dann 3-4 Stunden, gehen dann zurück ins Let's Play und die Pokémon sind alle auf Level 59, 60. Könnte ich auch machen, aber ich habe dann das Gefühl, dass ich euch etwas nehmen würde. Klar, jeder fasst das anders auf. Aber ich finde das, glaube ich, schon so ganz gut, dass wir alles mitnehmen in diesem Let's Play. Das ist so meine Sichtweise, ne? Ich möchte euch doch nichts wegnehmen. Und wenn du das Spiel zum Beispiel gerade auch spielst, dann hast du das Problem wahrscheinlich gerade auch. Und wäre doch doof, wenn ich dann viel weiter wäre. Und na gut, du trainierst wahrscheinlich dann ein bisschen länger. Oder trainierst halt mit mir, weil vor der Pokémon-Liga ist oft die Zeit, da hört man ein bisschen auf mit Pokémon. Legt das Spiel zur Seite und will erstmal nichts mehr davon wissen. Und später kramt man das zum Beispiel nach 2 Wochen wieder raus und zockt dann wieder ein bisschen. Und vielleicht sitzt hier gerade jemand vorm Bildschirm, zockt das Spiel auch und ist an der gleichen Stelle, hat das gleiche Problem. Na gut, ist ja kein Problem eigentlich, ne? Aber stellt euch mal vor, wir wären mit Level 45 da reingegangen, dann wären wir so dermaßen gescheitert. Das könnte ich mir gar nicht ausmalen. So, wie lange braucht denn noch Romkosa?
Momento, Momento, Bericht. Oh, das ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Und dann hat Raumcoaster Level 50 erreicht. Also beim Testen hat mir Raumcoaster alias Galoppa sehr gut gefallen. In der Pokémon-Liga. Hat mich aus der ein oder anderen Klemme doch befreit. So, gut, da müssen wir das Pokémon austauschen. Oder möchte ich ganz gerne, da setzen wir Raumcoaster ein. Und vielleicht reicht das ja schon. Nein, das wird noch nicht ausreichen. Wir brauchen ja noch irgendwas mit 1500 Punkten. Aber mit Feuersturm kommen wir recht weit. Als ich den Test gemacht habe in der Pokémon-Liga, da habe ich meine Pokémon noch nicht auf Level 50 trainiert. Also jetzt hier Raumcoaster und X-Bud habe ich ja jetzt immer noch nicht geschafft, aber da habe ich die so gelassen erstmal. Und vielleicht war das ja schon der Punkt. Na, wer weiß. Ja, plus 900 Punkte. Das sieht gut aus. Ich glaube, Raumcoaster ist gleich so weit und hat dann Level 50 erreicht. Oder würde euch das besser gefallen, wenn ich selber trainieren würde, ohne es aufzunehmen? Aber, na, das wäre nicht so. Ja, wäre nicht so meins. Und da würde ich mich dann auch nicht so gut fühlen. Weil ich dann ja was weggenommen hätte. Klar, es kann richtig sein, aber. Ah, ich will euch das nicht wegnehmen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber. Natürlich akzeptiere ich auch andere Meinungen. Ist ja klar. Und dass der ein oder andere das langweilig findet, kann ich auch verstehen. Aber so kann man ja nochmal die Zeit nutzen, um über Sachen zu reden, über Themen und so weiter. Und das ist doch auch schön. Und das war's mit Zemo. Das war's mit Zemo. Dann setzen wir X-Bud ein. Denn gegen Marshock können wir sehr gut X-Bud einsetzen, denn Flügelschlag ist ganz gut und somit trainieren wir dann auch nochmal X-Bud, was auch toll ist. Denn der benötigt ja noch zwei Level, bis er dann auf 50 ist. Raumcoaster erreicht noch nicht Level 50, wahrscheinlich nach dem nächsten Kampf gegen Fragezeichen gegen Golbat. Aber hier werde ich Boilin austauschen und setze dafür dann Luxra ein. Denn gegen Golbat ist natürlich Luxra die beste Wahl. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Aber zudem bin ich gespannt, ob Funkensprung überhaupt ausreicht, um Golbat komplett zu besiegen. Einmal schauen. Ja, bitte. Wäre doch toll, das wäre doch gut. Das würde mir gefallen und es hat nicht geklappt. Und dazu noch Konfusstrahl. Ah, ich liebe Konfusstrahl. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ganz und gar nicht und ja, er verletzt sich nicht selber und das ist gut. Das ist wirklich sehr gut, dass er sich nicht selber verletzt. Das macht mich schon mal glücklich. So. Raumcoaster erreicht Level 50. Perfekto. Somit machen wir folgendes. Beutel. Ach Quatsch. Item nehmen. Dann wählen wir X-Bud aus. Item geben. Das ist dann der gute EP-Teiler, der sich wo befindet? Wahrscheinlich hier ganz unten. Ja, hier.
Und dann machen wir doch genauso weiter. Ich setze mal Shelterra an die erste Stelle. Mit ihm sollten wir dann ja auch recht weit kommen. Wobei, an Pokémon Perl war jetzt auch nicht alles schlecht. Ich fand das Spiel jetzt auch sehr gut. Es hat mir Spaß gemacht. Und ist jetzt auch das Let's Play mit den meisten Folgen auf meinem Kanal. Dabei, ich fand schon, dass das ganz cool war. Nur halt die Rotler haben es jetzt ziemlich kaputt gemacht am Ende. Ich weiß nicht, also wie das vorher so war. Da müsste ich mir nochmal meine alten Videos anschauen, ob da auch Rotler dabei waren, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber es könnte sein, dass da auch schon was war. Aber es ist mir halt nicht aufgefallen. Zum Beispiel sowas. Das war zum Beispiel jetzt ein sehr langer Ruckler. Und klar, das Spiel geht weiter, aber es nervt halt. Es nervt, es nervt. Und das liegt einfach hier an der Software, die hier nicht richtig arbeitet. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Tut mir leid. Da haben wir jetzt nicht so viele Punkte erhalten gegen Onix. Und schon taucht das nächste Pokémon auf. Es ist Marshock. Da könnten wir. Nee, Semmo ist ja schon besiegt. Semmo ist besiegt, daher setzen wir hier Erdbeben ein. Ich werde mich informieren wegen Flammenwurf und Eisstrahl. Denn diese Attacken wären nicht schlecht für den weiteren Verlauf des Let's Plays. Wenn Boyleen überhaupt diese Attacke erlernen kann, Eisstrahl. Da bin ich mir wiederum auch nicht so sicher. Müsste ich googeln. Werde ich auch tun. Ich werde mich ein bisschen mehr informieren. Und dann hoffe ich mal, dass wir bald in der Pokémon-Liga sind. Aber X-Bad braucht erstmal wieder ein bisschen. X-Bad habe ich in der Pokémon-Liga selber dann auch sehr selten eingesetzt bei den Testfolgen. Oder bei der Testaufnahme. Oder Testspielen, besser gesagt, weil das Ganze habe ich ja gar nicht aufgenommen. Ich hatte zwischendurch auch ziemlich viel Glück und so weiter. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Glück dann wieder haben. Das steht ja in den Sternen. Und wenn dann so ein Shelterra dann auf Level 51 wäre oder 52 oder 53, wäre das auch gar nicht mal so verkehrt. Wir könnten ja auch spezielle Pokémon erstmal trainieren. Für die Pokémon-Liga. Nicht alle. Sondern dass zum Beispiel ein Pokémon herausragt. Wie zum Beispiel Shelterra dann auf 53 oder Boyleen auf 53. Wäre doch auch mal was. Wäre, denke ich, nicht verkehrt. Aber das wird dann alles in der Sonder-Hyper-Mega-Hyper-Ultra-Mega-Folge passieren. Hier werden wir erstmal unsere Pokémon auf Level 50 trainieren, beziehungsweise noch in der nächsten Folge. Ich glaube, mit X-Bad, das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr. Ich wollte das Pokémon austauschen. Hier kommt Romcoaster, die beste Wahl gegen Stalos. So hätten wir es auch in den letzten Folgen machen müssen. Mit dem EP-Teiler und so weiter. Da hätten wir vielleicht noch das ein oder andere Level schaffen können. Bei Boyleen. Oder auch Shelterra. Wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber sowas weiß man dann erst im Nachhinein. Das ist das große Problem. Naja, okay. Passiert, es passiert. Jetzt werden die Punkte gut aufgeteilt. Ich möchte mal kurz gucken, wie lange X-Bad noch braucht, bis er dann auf Level 49 ist. Auch nicht mal so viel.
In dieser Folge werde ich noch Expert auf Level 49 trainieren. In der nächsten Folge werden wir Expert auf 50 trainieren. Das steht fest. Und dann wird die übernächste Folge eine super, hyper, ultra, mega Folge, wo wir noch diese Attacken suchen werden. Diese TMs. Und noch das ein oder andere Level versuchen zu erreichen. Okay. Erdbeben zieht jetzt nicht so viel. Doch, ja, ein bisschen. Und dann werden wir danach Grasierblatt einsetzen. Sollte dann Marshock besiegen. Das wird sicherlich passieren. Es wird passieren. Gut. Okay. Ein paar Kämpfe fehlen noch und dann ist X-Bad auf Level 49. Noch nicht Level 50, aber immerhin. Kann sich sehen lassen. Okay, hier ist natürlich Luxra die beste Wahl. Und mal gucken, ob wir mit Funkensprung gut zurechtkommen diesmal. Aber irgendwie schon komisch, dass diese Attacke Golbat nicht komplett besiegt. Oh, ich kann gar nichts auswählen. Ich bin kurz aus dem Bild rausgegangen. Tut mir leid an dieser Stelle. So, jetzt aber. Funkensprung! Weil ich beobachte zwischendurch auch nochmal, ob die Aufnahme läuft oder ob er den Sound richtig aufnimmt. Und deshalb bin ich ab und zu mal kurz abwesend mit meinem Kopf. Versuche dann auch immer gewisse Stellen dann zu nutzen im Spiel. Zum Beispiel, wenn das gegnerische Pokémon angreift oder wenn man ein Pokémon austauscht. Irgendwelche Szenen, die halt ein bisschen länger dauern und wo man kurz wegschauen kann. Natürlich sollte man sich eigentlich immer aufs Spiel konzentrieren. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sollte man eigentlich tun. Aber es ist auch wichtig, dass alles funktioniert. Rasierblatt zieht nicht alles ab. Grimasse macht uns keine Schwierigkeiten. Hoffe ich zumindest. Ja doch, macht uns doch Schwierigkeiten. Denn die Initiative sank dadurch. Das war's mit Shelterra. Wollen wir es weiter probieren? Mit X-Bad. Dann erhält nämlich X-Bad komplett alle Punkte. Und wird somit definitiv Level 49 erreichen. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir gucken, beziehungsweise Attacken, diese TMs dann suchen. Falls es die gibt, ich werde das googeln, ich werde nachschauen und euch dementsprechend in der nächsten Folge noch informieren. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dann, erstmal ciao.